Kleiner Disclaimer, die Videoqualität der folgenden Aufnahme ist suboptimal, aber Audioqualität war sehr gut. Ich hoffe, ihr entschuldigt uns das. Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen auf der BIRK Online Marketing Akademie. Speziell für kleine und mittlere Unternehmen bieten wir hier gratis Expertenwissen an zu den Themen Online Marketing, Social Media und E-Commerce. Unser heutiges Thema ist LinkedIn für Einsteiger. Mein Name ist Daniel Weichert, ich bin Leiter des BIRK Hessen und ich bin sehr froh, dass wir heute Alina Grigoleit bei uns zu Gast haben, dedizierte LinkedIn-Expertin, und sie wird jetzt den Vortrag halten. Alina, alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Hervorragend. Dann kannst du gleich durchstarten. Ich klinke mich aus. Euch viel Spaß dabei. Sehr gerne. Und zwar wird es heute generell darum gehen, also generell, wie man LinkedIn aufbaut, wie man vielleicht, wenn man jetzt gerade noch nicht gestartet hat oder auch falls man schon gestartet hat, wie man da am besten bei LinkedIn anfangen kann, dass man auch wirklich am Ende sagt, hey, es hat mir was gebracht, es hat mir Erfolg gebracht, beispielsweise mehr Reichweite für mein Unternehmen, vielleicht mehr Reichweite im Sinne von vielleicht auch Bewerber erreichen, neue Bewerber anziehen oder auch in Richtung Kunden, dass man einfach über LinkedIn Leads generiert. Das sind so die Punkte, weshalb man sagt, hey, LinkedIn macht dahingehend auf jeden Fall Sinn. Und zwar werden wir heute um 4 verschiedene Themen sprechen. Das heißt, es ist einmal die Positionierung für LinkedIn, dann die Profiloptimierung. Das dritte Thema ist Content-Strategie und als letztes noch Community-Strategie. Das sind so die 4 Säulen, die man einfach beim Aufbau von LinkedIn, beim Start von LinkedIn beachten muss. Und das Wichtigste einmal vorweg, die Positionierung ist tatsächlich etwas, was ich häufig beobachte, was oft zu wenig gemacht wird, was ich deswegen gerade bei meiner eigenen Strategie auch und auch bei Strategie, die ich mit Kunden ausarbeite, sehr forciere. Das bedeutet, einfach am Anfang zu schauen, hey, wo will ich überhaupt hin? Wen will ich überhaupt erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist vielleicht der Mehrwert, der mein Produkt bietet oder auch meine Dienstleistung bietet für Kunden? Was sind Mitbewerber? Worüber kann ich posten? Was interessiert die Person? Was interessiert meine Zielgruppe? Und. Das heißt, wirklich zu Beginn einmal ein rundum Art Workshop, Art, genau, einfach Positionierungsstrategie, sich fertig hinzustellen, dass man weiß, okay, in die Richtung muss ich laufen, weil wenn man das nicht gemacht hat, dann kann es sein, dass man einfach seine Ressourcen irgendwo auch verschwendet. Das heißt, ich habe es häufig erlebt, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, hey Alina, was mache ich eigentlich falsch auf LinkedIn? Ich bin jetzt seit, weiß nicht, 3 Monaten aktiv am Posten, aber irgendwie erreiche ich meine Zielgruppe nicht. Irgendwie kommen keine Inbound-Leads. Irgendwie bekomme ich gar keine Reichweite und. Ist tatsächlich häufig ein Thema, was man quasi umgehen kann, wenn man die Positionierung am Anfang wirklich festgezogen hat und direkt von Anfang an in eine richtige Richtung läuft. Das zweite Thema ist die Profiloptimierung. Denn es ist so, wenn ihr beispielsweise einen Beitrag postet oder auch einen Kommentar schreibt oder sonstiges und Leute euch interessant finden und sagen, hey, nice, bei der Person schaue ich jetzt mal auf dem Profil vorbei, dann ist wirklich wichtig, dass man da alles findet, was für die Person interessant sein könnte. Das heißt, euer Profil ist wirklich eure digitale Visitenkarte. Bedeutet, was ich häufig auch sehe, ist, dass Personen ihr Profil wie eine Art Lebenslauf aufgebaut haben, was natürlich einerseits gut ist, wenn man gerade beispielsweise auf Jobsuche ist. Andererseits, wenn man sagt, hey, ich möchte entweder vielleicht Bewerber für mein Unternehmen begeistern oder Leads über meinen LinkedIn-Kanal bekommen, dann ist es natürlich nicht ganz so sinnvoll, das Ganze wie einen Lebenslauf aufzubauen. Und dann interessiert vielleicht die Kunden oder die Bewerber nicht, ob man vor 20 Jahren noch Zertifikat XY oder eine Ausbildung XY gemacht hat. Was dann da wichtig ist, ist einfach sich zu überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich damit erreichen und was genau interessiert diese Person? Und diese Punkte, dieses was genau interessiert die Person, was genau bringe ich eigentlich der Person für einen Mehrwert, das genau sich bei jedem Punkt auf dem Profil zu denken und ins Gedächtnis einfach zu rufen und dementsprechend sein Profil danach aufzubauen mit dieser Frage im Hinterkopf. So, dann gibt es generell noch verschiedene Profilbereiche, wo ich euch wirklich empfehlen würde, die auch zu bespielen. Das bedeutet, das erste ist das Titelbild. Das ist wie so nochmal ein digitales Schaufenster. Da könnt ihr wirklich euch, sag ich mal, austoben. Also was einfach, ich nenne einfach mal 3 Beispiele, was man da reinpacken kann. Es ist einerseits die Dienstleistung oder den Mehrwert, den eure Dienstleistung bringt, in einem kurzen Satz einfach zusammengefasst. Man kann es natürlich mit euren Farben auch hinterlegen. Das heißt, wenn ihr euer Corporate Design habt, das auch repräsentieren im Titelbild. Dann, was man dann noch hinzupacken kann, ist beispielsweise Events oder sonstiges, was jetzt demnächst stattfindet, also aktuelle Ereignisse, dass man da einfach ein Datum reinschreibt und dass jede Person, die einfach auf euer Profil kommt, nochmal sehen kann, ah, okay,
interessant, in einer Woche findet Event XY statt, wo man teilnehmen kann, oder wow, okay, die Person hat gerade vielleicht einen neuen Newsletter gelauncht, wo sie jetzt sagt, hey, hier könnt ihr den Newsletter abonnieren, oder. Und ein drittes Element, was auch wirklich sehr powerful ist, ist ein Social-Proof-Element. Bedeutet beispielsweise, wenn ihr vor einer großen Menschenmasse mal ein Speaking gehalten habt oder einen Workshop oder und davon vielleicht ein Foto habt, wenn ihr das dann in euer Titelbild reinpackt, zeugt es auch von Expertise. Das heißt, wenn jemand auf euer Profil kommt und sieht, wow, okay, die Person hat vielleicht schon vor, weiß ich nicht, 100 Leuten, vor 10.000 oder gesprochen, zeigt es direkt oder suggeriert es direkt, okay, die Person hat wahrscheinlich eine gewisse Expertise in ihrem Bereich, weshalb sie da vor so vielen Leuten auch sprechen kann. So, das wäre einmal Thema Titelbild. Dann das Zweite, was auch noch wichtig ist, natürlich Profilbild. Da sage ich immer, lieber einen größeren Ausschnitt nehmen als zu klein, weil auf dem Profil generell sieht man es natürlich dann sehr gut, das Profilbild. Allerdings, wenn ihr einen Beitrag postet, einen Kommentar schreibt oder, wird das Profilbild nur in sehr klein angezeigt. Das heißt, es ist besser bzw. empfehlenswert, ungefähr einen 60% Ausschnitt vom Kopf zu machen für das Profilbild. Und auch da wirklich ein professionelles Bild zu nehmen, das heißt jetzt vielleicht nicht von der letzten Hochzeit, gerade eben die Person neben einem abgeschnitten oder sonstiges. Was es auch nicht unbedingt sein muss, ist ein Bild im Anzug, hochgeschnitten oder so. Da sage ich immer, es soll authentisch sein. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen habt, was eher casual unterwegs ist, macht es auch Sinn, einfach einen casual Look zu nehmen, ein schönes Foto zu nehmen, wo man lächelt, was sympathisch aussieht. Da muss es nicht unbedingt der teuerste Anzug sein. Wenn ihr natürlich eher in die Richtung sehr leger unterwegs seid, dann macht es auch Sinn, das so zu repräsentieren. So, Punkt Nummer 3 ist die Headline. Die befindet sich direkt unter dem Profilbild. Da macht es Sinn, wirklich auch nochmal zu zeigen, in kurzen Stichpunkten, was macht ihr eigentlich und was bringt ihr der Person? Also was bringt ihr für einen Mehrwert? Da kann man auch, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das darstellen kann. Man kann einzelne Stichpunkte hinschreiben, man kann ja ganze Sätze hinschreiben, je nachdem. Bei mir habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich es in Stichpunkten gemacht habe. Also ich habe einmal bei mir vorne stehen, hey, Personal Branding, Leads durch LinkedIn. Das heißt, da weiß man direkt, okay, man weiß direkt, was ich mache. Es ist Personal Branding und Copywriting. Und man sieht auch direkt den Mehrwert. So. Und danach steht noch mein Unternehmensname da. Das heißt, es sind so einfach wichtige Punkte, die man direkt auf einen Blick sehen kann. Und die Headline wird auch wirklich immer angezeigt. Das heißt, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder wenn ihr einen eigenen Post schreibt, ist es was, wo man die Headline immer sieht. Nicht die ganze, aber die ersten paar, irgendwie 8, 9 Wörter ungefähr sind, sieht man auf jeden Fall immer. Dann, was auch sehr wichtig ist, ist die Infobox. Das heißt, bei der Infobox ist einfach so eure Bühne, wo ihr einfach mal darstellen könnt, was ihr macht. Was ich da häufig beobachte, ist, dass viele Personen einen Roman reinschreiben, ohne Absätze oder sonstiges. Das heißt, da wirklich von absehen, fragt euch wirklich nochmal mit der Kundenbrille, was ist das, was der Kunde wissen muss? Was ist wirklich wichtig? Ist es jetzt wichtig, da meinen Lebenslauf als Anschreiben runterzuschreiben und zu sagen, hey, vor 20 Jahren habe ich, wie gesagt, Ausbildung Z gemacht? Oder ist es eher wichtig, dem Kunden zu zeigen, hey, ich biete Dienstleistung XY an, hast du vielleicht Problem XY, ich habe die Lösung für dich, ich habe schon mit so und so vielen Kunden zusammengearbeitet, die und die Erfolge hat meine Dienstleistung gehabt, das heißt, den und den Mehrwert hat es kreiert und vielleicht auch nochmal Kontaktdaten, also das ist wirklich was da eher rein sollte, anstatt einen ganzen Roman rauszuholen. Und was man da auch beachten muss, die meisten Unternehmen, vielleicht ihr auch, habt auch nochmal eine Webseite. Das heißt, wenn Leute dann wirklich extrem viel Interesse haben und alles sich nochmal differenzierter anschauen wollen, können sie auch nochmal auf die Webseite draufgehen und sich da nochmal das Angebot, Testimonials oder durchlesen. Das heißt, was so ein klassischer Aufbau für eine Infobox sein kann, einfach um es einmal mitzugeben, ist die ersten Zeilen einfach generell Aufmerksamkeit schaffen und das Interesse wecken von den Personen, weil das ist nämlich die ersten 3 Zeilen, sind die Zeilen, die man sieht, ohne dass man die Infobox aufklappt. Und dann könnte der Aufbau sein, dass man einmal sagt, hey, meine Dienstleistung ist XYZ, meine Dienstleistung bringt Mehrwert XYZ, vielleicht habe ich Kundennamen, mit denen ich schon gearbeitet habe, vielleicht habe ich bestimmte Erfolge, die ich da noch mit reinschreiben möchte. Und dann nochmal die Kontaktdaten ans Ende der Infobox, dass man einfach da eine Möglichkeit hat, die Person dazu auch zu erreichen. So, ein weiterer sehr genialer Punkt im Profil ist die Fokusbox. Die gibt es jetzt auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ungefähr seit Anfang des Jahres. Bei der Fokusbox ist es nämlich so, dass die Beiträge, die man da reinpostet, also man kann Beiträge posten, man kann PDFs posten, man kann Links reinposten, beispielsweise nochmal einen Webseitenlink oder einen Bookinglink. Da ist wirklich das Geniale, dass es oben im Profil gepinnt bleibt, was anders ist als bei den Beiträgen, die ihr generell postet. Das heißt, Beiträge, die ihr generell postet oder PDFs, die ihr generell
generell einfach im Feed postet, die werden mit der Zeit immer weiter runterrutschen. Das heißt, sie werden irgendwann nicht mehr gesehen und die Fokusbox, da sind Beiträge, Links oder sonstiges drin, die einfach oben bleiben, wo ihr sagen könnt, hey, das ist interessant, das soll da bleiben, was, weil einfach einem Daumen wieder ein Beispiel zu geben, was da gut sein kann, ist nochmal die Webseite zu pinnen, einen Booking-Link zu pinnen, wenn Leute wirklich sagen, sie haben Interesse und wollen vielleicht ein Erstgespräch mit euch machen, oder auch Testimonials, wenn ihr da vielleicht ein PDF habt, wo ihr einfach Kundenbewertungen reinschreibt, sorgt natürlich auch wieder für Social Proof, ist psychologisch bewiesen, dass sowas gut klappt und einfach die Aufmerksamkeit auch fängt und auch wirklich Vertrauen schafft. Das sind alles gute Punkte, die man da in die Fokusbox mit pinnen kann. Und einen letzten Bereich, natürlich was da drunter noch kommt, Berufserfahrung und, auch immer gut da was einzutragen und auch wirklich Stichpunkte zuzuschreiben. Aber einen letzten Bereich, den ich euch noch ans Herz legen möchte, ist der Empfehlungenbereich. Das heißt, bei Empfehlungen, das ist ein extra Bereich, den man da hinzufügen muss. Die Bereiche generell kann man hinzufügen, wenn man oben im Profil auf Profil ergänzen klickt. Da kann man einzelne Bereiche dem Profil hinzufügen. Und bei den Empfehlungen kann man einfach beispielsweise von Kunden, mit denen man gearbeitet hat, nochmal wirklich anfragen, hey, kannst du mir hier irgendwie einen Zweizeiler schreiben oder so. Und dann hat man das unten im Profil auch drin. Das ist so viel zum Thema Profiloptimierung. Content-Strategie. Content-Strategie ist was man direkt nach der Positionierung machen kann. Das heißt, ihr habt euch dann natürlich, nachdem ihr über eure Positionierung nachgedacht habt, überlegt, hey, okay, welche Zielgruppe will ich erreichen und was ist für die Zielgruppe interessant? Das ist das, wo man gut ansetzen kann. Und zwar, Content-Strategie sieht dann im Endeffekt so aus, beziehungsweise empfehle ich euch so, weil es so einfach ist, da einzusteigen. Ihr überlegt euch einen Content-Split. Content-Split bedeutet so nach dem Motto Oberthemen. Gängige Oberthemen, die ich euch da empfehle, sind einmal persönliche Themen, also persönlich zu deiner Person oder persönlicher Business-Content, das heißt persönlich zu dir, aber auch zu deinem Unternehmen related. Dann Experten-Content ist was super wirkungsvoll ist auf LinkedIn. Das heißt, in deinem bestimmten Bereich wirklich Expertise zeigen, den Personen wirklich Value geben und Mehrwert mitgeben. Da bekomme ich auch häufig die Nachfrage, oh Gott, aber wenn ich jetzt den ganzen Mehrwert rausgebe, dann brauche ich ja nichts mehr verkaufen. Nein, ist nicht so, weil es sind immer Häppchen. Also auf LinkedIn, im Postings gibt man immer Häppchen raus. Das heißt, du wirst nie, weiß ich nicht, deinen kompletten Workshop, deine komplette Dienstleistung oder sonstiges auf LinkedIn einfach so für umsonst raushauen. Es ist einfach was deine Expertise unterstreicht, was dich einfach in deinem Bereich etabliert als Experte. Genau, von daher ist es was ich empfehlen würde, immer Experten-Content auch rauszuhauen. Und das dritte ist Conversional-Content. Das heißt, das ist dann eher der Sales-Content, wo man sagt, das soll zu Leads führen. Das ist einmal jetzt aus der Lead-Perspektive. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich will gar keine Leads bekommen, sondern bei mir ist es eher, ich möchte Bewerber bekommen, dann wäre Conversional Content natürlich Content, wo man wirklich zeigt, hey, so genial ist unsere Teamkultur, das haben wir für Benefits und. Dann muss man da natürlich für sich überlegen, okay, welchen Content-Split möchte ich wählen? Das hat auch alles unterschiedliche Wirkungen. Da gehe ich auch immer gerne drauf ein. Das heißt, wenn ihr beispielsweise zum Ziel habt, dass ihr generell eure Reichweite auf LinkedIn steigen wollt, also beispielsweise Hauptsache, ihr bekommt viele Impressionen, ihr bekommt viele Interaktionen und auch viele Follower, dann ist es sinnvoll, eher mehr persönlichen Content zu posten oder persönlichen Business-Content, weil das einfach was ist, wo viele Leute mit relaten können, wo viele Leute einfach vielleicht in selben Situationen waren wie ihr auch und deswegen da auch eher gewillt sind, zu kommentieren und zu liken. Experten-Content ist wirklich dieser Content, der euch als Experte etabliert. Beim Content-Split ist es auch generell so, dass alles unterschiedliche Wirkungen hat. Das heißt, je nachdem, was euer Ziel ist, solltet ihr auch den Split unterschiedlich gewichten. Beispielsweise, wenn ihr sagt, hey, euer Hauptziel ist, einfach Reichweite zu generieren, das heißt viele Impressionen, viele Interaktionen, dann ist es da wirklich wichtig zu sagen, hey, ich lege meinen Fokus eher auf persönlichen Content, weil beim persönlichen Content ist es einfach so, dass da viele Leute mit relaten können. Also viele Leute haben vielleicht ähnliche Situationen gehabt wie ihr und sind daher auch eher gewollt oder gewillt, Beiträge zu liken und auch zu kommentieren. Dasselbe gilt auch für persönlichen Business-Content. Wenn ihr sagt, hey, ihr wollt euch wirklich als Experte etablieren, das heißt als Experte in eurem Bereich, also dass man euer bestimmtes Thema, sei es, sagen wir mal beispielsweise, ihr seid SAP-Berater, das heißt, wenn ich jetzt an einen SAP-Berater denke, dass ihr mir direkt in den Kopf kommt, das wäre dann ein guter Punkt von, hey, wirklich richtig als Experte mit Expertenthemen positioniert auf LinkedIn. Das heißt, wenn das was ist, was ihr erreichen wollt, dann solltet ihr eher den Experten-Content posten. Das heißt, wirklich zeigen, weshalb ihr Experte seid, dass ihr wirklich diese Expertise habt und da auch wirklich einfach Mehrwert für eure Leser generieren. Und das Dritte ist wirklich ja der Conversional-Content. Das ist was, wenn ihr sagt, hey, euer Fokus liegt wirklich darauf, Leads zu generieren. Das geht natürlich in eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, es ist nicht mehr für
alle da, sondern wirklich eher spitz. Bedeutet im Umkehrschluss auch, dass diese Conversional Post, beispielsweise wenn, was könnte ein Conversional Post sein? Beispielsweise, wenn ich jetzt von meinem letzten Workshop erzähle und sage, hey, wow, ich habe dem Kunden einfach geholfen, so und so viele Impressionen zu bekommen. Und mein Kunde hat nach 3 Monaten Zusammenarbeit irgendwie 10 Leads gehabt und darüber dann auf meinem LinkedIn-Account poste, dann erreicht es natürlich nur die Leute, die vielleicht gerade selber Interesse an der Dienstleistung haben und vielleicht nicht alle, weil sich nicht alle davon angesprochen fühlen. Das heißt, da kommen weniger Impressionen, weniger Likes drauf, davon aber nicht täuschen lassen. Es erreicht dafür eure spitzere Zielgruppe und wirklich die Leute, die ihr erreichen wollt und soll bei den Leuten dann natürlich auch wissen, hey, wow, krass, genau das möchte ich auch haben. Deswegen beschäftige ich mich jetzt mehr mit der Person, die es gepostet hat oder schreibe die vielleicht an, frag vielleicht ein Angebot an oder. Das heißt, je nachdem, was euer Hauptziel ist, solltet ihr den Content-Split für euch bestimmen. Bei mir beispielsweise habe ich gerade den Content-Split größtenteils Mehrwert. Das heißt, ich glaube, ich habe gerade 40% Mehrwert-Posting, 30% persönliche Postings und Rest Conversional Content. Das heißt, mein Fokus ist wirklich darauf, mich als Experte zu etablieren, allen Leuten einfach kostenlos Mehrwert rauszugeben. Und das ist auch was, wo einfach nach einer langen Zeit auch Inbound-Leads kommen. Also funktioniert auch sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, okay, was poste ich überhaupt? Wie oft poste ich? Wann poste ich? Und. Das heißt, das sind dann so eher die Unterthemen. Also da habt ihr natürlich dann eure Oberthemen, wo ihr sagt, hey, so und so viel persönlichen Content, so und so viel Experten-Content und so viel Salesy-Content möchte ich machen. Und da könnt ihr dann natürlich euer Paket drumrum spinnen. Und da kommt auch immer häufig die Frage so, hey, wie finde ich überhaupt Content? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Content zu finden. Und zwar kann es einerseits sein, dass ihr Newsletter abonniert und da einfach Inspiration sucht, dass ihr vielleicht selber mal darauf achtet, was ihr für Gedanken habt, also euch selber auch beobachtet und wenn da mal was reinkommt, wo ihr denkt, hey, das könnte gerade ein guter Post sein, das auch wirklich runterschreiben, einfach mal in Notizen, einfach, dass ihr es euch merken könnt und zu einem späteren Zeitpunkt dann in einen Beitrag verfassen könnt. Also gibt wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, sich da Content-Ideen zu suchen. Und was auch ein Thema ist, was ich auch häufig einfach beobachte, ist, dass viele Leute in einen Beitrag x Themen reinpacken und da empfehle ich auch ganz klar, sprecht ein Thema an, einen Inhaltspunkt pro Beitrag. Es müssen gar nicht irgendwie, weiß nicht, 10 auf einmal sein, sondern macht es einfach so, dass ihr einen pro Beitrag macht und also einen Inhaltspunkt und dann lieber verschiedene Beiträge darüber schreibt. Dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht so ein Beitrag eigentlich aus? Was macht einen guten LinkedIn-Beitrag aus? Dazu gebe ich euch einfach mal ein paar Punkte mit, worauf ihr achten solltet. Thema 1, die Hook, sollte natürlich interessant klingen, weil wenn die Leute bei der Hook schon gelangweilt sind und keine Lust haben, nach dem ersten Satz weiterzulesen, dann kommen da natürlich auch keine Interaktion, keine Likes, keine Reichweite drauf. Das heißt, der erste Satz sollte wirklich Interesse wecken. Jetzt kommt hier so ein Daumen hoch, fancy. Der erste Satz sollte wirklich Interesse wecken. Dann auf die Formatierung achten. Das heißt, wirklich darauf achten, dass ihr da nicht irgendwie einen Roman runtergeschrieben habt, sondern einfach ordentlich Abschnitte drin habt, sodass die Lesbarkeit einfach leichter ist. Dann, wie ich schon gesagt habe, einen Punkt ansprechen pro Beitrag und am Ende auch ein CTA reinpacken. Das heißt, am Ende vielleicht einfach eine Frage an eure Leserschaft stellen, Fragen von wegen, hey, wie seht ihr das Thema? Oder am besten vielleicht noch ein bisschen gezielter fragen. Dann nochmal 2, 3 Hashtags reinpacken zu den Themen, wo ihr einfach gesehen werden wollt, einfach für das SEO auf LinkedIn. Und genau, darauf achten, dass der nicht zu lang ist, also keinen riesen Roman schreiben. Und das sind so die wichtigsten Punkte, auf die man einfach beim Post selber achten sollte. Dann für sich selber einfach ein bisschen testen, hey, wann ist meine Zielgruppe aktiv? Poste ich eher mittags, nachmittags, abends? Meine Postingzeit aktuell ist auch was generell meistens gut funktioniert, ist morgens zwischen 8 und 10 Uhr. Das heißt, da macht es Sinn, dann zu posten und dann gleichzeitig aber auch aktiv zu bleiben. Das heißt, wenn Kommentare kommen, ist es ein riesiger Hebel, innerhalb der ersten Stunde wirklich auf Kommentare auch zu antworten. Das heißt, nicht erst nach, weiß ich nicht, 3 Tagen die Kommentare beantworten, die reinkommen. Genau, dann gibt es ja noch verschiedene Posting-Formate. Das ist immer unterschiedlich, je nach Algorithmus, Änderungen, was gerade gut funktioniert, was gerade nicht gut funktioniert. Zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade Juli 2024, funktionieren die Bild- plus Textbeiträge sehr gut. Das heißt, auch gerne ein Bild von euch selber. Man fragt natürlich immer, das Ganze ist vielleicht eine Selbstdarstellung oder warum soll ich denn jetzt wie auf Instagram Bilder von mir posten? Ja, kann man so sehen,
Andererseits hat es einen ganz bestimmten Effekt. Wenn ihr über ein Expertenthema berichtet und dazu ein Bild von euch habt, wird es direkt verknüpft. Das heißt, euer Gesicht, eure Marke, eure Brand, euer Unternehmen wird mit dem Expertenthema verknüpft. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal Selfies damit einfließen zu lassen. Genau, das heißt, Bild plus Text funktioniert sehr gut. PDFs funktionieren gut, am besten in Hochkant, bis zu 12 Pages. Videos funktionieren aktuell sehr gut, gerade die Shortform-Videos, weil LinkedIn auch zuletzt den Shortform-Video-Content eingeführt hat. Das heißt, man kann da mittlerweile rumscrollen, wie bei TikTok und bei Instagram auch. Genau, das sind so die drei Punkte, die einfach sehr gut funktionieren. Es gibt noch verschiedene andere Content-Arten wie Artikel, Umfragen und könnt ihr euch einfach mal durchprobieren und schauen, was für euch sinnvoll ist. Dann natürlich noch die Frage, wie häufig sollte man posten? Reicht es einmal zu posten? Sollte man zweimal posten? Sollte man dreimal posten? Vom persönlichen Account, vom Unternehmensaccount empfehle ich tatsächlich mindestens zweimal die Woche zu posten. Wenn die Leute aktiver werden auf LinkedIn, aktuell sind es ungefähr 1% der Nutzer, die aktiv sind auf LinkedIn und posten. Wenn es irgendwann 2-3% sind, macht es auch Sinn, häufiger zu posten, einfach um nicht unterzugehen und auch gesehen zu werden. Ob es der persönliche Account oder der Unternehmensaccount. Hat zwei unterschiedliche Wirkungen. Ganz klare Empfehlung ist immer der persönliche Account, den zu nutzen, weil es einfach authentischer ist. Also wenn du selber postest darüber oder deine Mitarbeiter über den persönlichen Account posten, ist es immer viel authentischer als über die Unternehmensseite. Die Unternehmensseite hat immer eine werbliche Wirkung. Welche Themen da allerdings natürlich gut aufgehoben sind, sind Themen wie aktuelle Unternehmensneuerungen, aktuelle anstehende Events, also alles, was vielleicht News sind oder Mitarbeitervorstellungen oder das ist was, was auf der Unternehmensseite gut aufgehoben ist. So viel zum Thema Content-Strategie. Es ist immer so ein Riesenbatzen, den man einfach in ein Thema reinpackt. Community-Strategie, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar LinkedIn ist eine Plattform, bei der es einfach nicht funktioniert, nur Content zu posten und dann zu denken, hey, ich poste 2-3 Mal die Woche und das war's und damit geht's, keine Ahnung, damit funktioniert alles, damit kommt Reichweite, damit kommen Leads rein und. So einfach ist es leider nicht. Das Ding ist generell ein Long-Term-Game, das heißt, man muss sich da wirklich etablieren, dranbleiben, Kontinuität und ist wirklich der Schlüssel, das ist das Allerwichtigste, einfach dran zu bleiben, regelmäßig zu posten und auch regelmäßig zu kommentieren. Das heißt, fragt euch da einfach, hey, welche Personen in meinem Netzwerk sind relevant? Was sind vielleicht Mitbewerber von mir in meinem Unternehmen, wo ich kommentieren möchte? Was sind Influencer in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, wo es Sinn macht zu kommentieren? Was sind vielleicht, weiß ich nicht, Leads, die ich erreichen möchte, potenzielle Kunden, potenzielle Bewerber oder, die ich erreichen möchte? Da macht es wirklich Sinn, euch eine Liste zu machen, um da dann bei den Personen auch zu kommentieren und zu interagieren mit den Beiträgen, genauso wie auf eigene Beiträge auch, beziehungsweise auf eigene Kommentare unter eigenen Beiträgen, wie gesagt, in der ersten Stunde auch zu antworten und dementsprechend auch die Vernetzungen zu planen. Man kann pro Woche 100 Vernetzungen raussenden und da sich einfach zu fragen, okay, mit welchen Personen möchte ich mich vernetzen, welche Personen sind meine relevante Zielgruppe, dass man da einfach genau zielgerichtet vorgeht im Sinne der Positionierung, die ihr am Anfang einfach festgelegt habt. Und das ist wirklich schon ja die halbe Miete. Also ohne Community-Strategie geht's nicht. Das heißt, was auch wirklich sinnvoll ist, ist euch da einen Blocker reinzusetzen. Das heißt, jeder hat ja viel zu tun. Wir alle sind sehr busy. Wir alle müssen arbeiten und. Aber um da langfristig erfolgreich zu sein auf LinkedIn, macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr euch da einfach einen Blocker reinsetzt, beispielsweise jeden Morgen um 8 Uhr. 30 Minuten Blocker, 30 Minuten lang schaut ihr euch LinkedIn einfach einmal an, um da zu kommentieren, um einmal aktiv zu sein, zu schauen, was auch eurem eigenen Profil passiert ist, was vielleicht auch für Anfragen, für Nachrichten reingekommen sind, da einmal drauf zu reagieren, genauso wie sich einen Stundenblocker zu setzen, wenn man Postings macht, also danach dann wirklich die Zeit sich nimmt, um auch zu kommentieren. Und das ist jetzt einmal in so kurz wie möglich zusammengefasst, das komplette LinkedIn-Wissen einmal raus. Und da letzter Tipp, ich kann es gar nicht oft genug sagen, aktiv bleiben, durchziehen. Am Anfang fängt jeder klein an, am Anfang passiert vielleicht nicht so viel und nicht das, was man sich wünscht, aber es funktioniert, ich bin Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ich kriege mittlerweile wöchentlich Leads bei LinkedIn. Das ist alles inbound. Ich muss gar kein Sales mehr machen. Das ist auch das, was ich mit meinen Kunden im Endeffekt erreiche. Von daher, Kontinuität ist das Wort, was ich am Ende nochmal groß oben mitgeben möchte. Und dann, ja, bin ich durch mit meinem Vortrag. Alina, vielen Dank, mega Vortrag. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und hoffentlich bis demnächst mal wieder auf diesem Kanal. Ja, gerne. Bis dann, Daniel.